Extra 3. Die Reporter. Die ganze Welt denkt, Donald Trump hätte nicht alle Latten am Zaun. Aber kann ein Mensch so dumm sein? Wir gehen der Sache nach und fragen einen renommierten Psychologen. Was ist Trumps Problem? Tatsächlich ist Trump hochbegabt. Ja? Trump hochbegabt? Schauen Sie, Trump ist chronisch unterfordert. Also hier zum Beispiel versucht der Hochbegabte dann durch frühpubertäres Verhalten diese Unterforderung zu kompensieren. Ein sensationeller Befund. Doch wir bleiben skeptisch. Im Wahlkampf, da macht sich Donald Trump über einen behinderten Journalisten lustig, äfft ihn nach. Nein. Das haben Sie wirklich absolut falsch interpretiert. In Wirklichkeit ist er komplett unterfordert und beginnt hier ein klassisches Musikstück zu dirigieren. Hat die Welt Donald Trump Unrecht getan? Wir finden weitere Indizien. Trump selbst twittert: Ich bin ein absolutes Genie. Wir scheinen auf der richtigen Spur zu sein. An einem beliebten Treffpunkt für Informanten treffen wir einen Informanten. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, seine Identität zu schützen. Trump ist so hochbegabt, er könnte sogar über Nacht den Nahostkonflikt lösen. Ja, und warum macht er das denn nicht? Naja, weil ihm das zu einfach ist. Das klingt logisch. Vielen Dank. Um ganz sicher zu gehen, wollen wir Trump selbst testen und reisen in die USA. Mr. President, was ist denn die Quadratwurzel aus 255.601,0987,1322 mal 4 Millionen? 202-228-0292. Das stimmt. Das ist ja unglaublich, das stimmt. Das stimmt. Und nächste Woche bei Extra 3, die Reporter. Ist auch Daniela Katzenberger hochbegabt? Polster kann man nie genug haben. Wir bleiben dran.